In wenigen Tagen startet die Gymnastrada. Es gibt ein Riesenpaket an Merchandising. Wir sind jetzt da im Frontloop beim Geschäftsführer Bernd Hartmann. Was haben die da alles da im Angebot? Es gibt für die anstehende Gymnastrada sehr viele Produkte. Das beginnt im Textilbereich. Sehr viele T-Shirts werden gemacht, verschiedene Farben, verschiedene Motive. Das ist der bestgehendste Artikel aus Erfahrung. Dann geht es in Richtung andere Merchandising-Artikel, angefangen vom Pin, Buttons, der Rappi, das Wahrzeichen der Veranstaltung, spielt eine sehr große Rolle. In Plüschform, in Schlüsselanhängerform, es gibt Rucksäcke, es gibt speziell für Damen Fächer, bis hin zum typischen Vorarlberger Produkt, zum Schnaps. Es gibt insgesamt in unserem Gymnastrada-Sortiment 24 Artikel. Quer durch den Garten sind unterschiedliche Stückzahlen produziert worden. Das sind bei Fun-Artikeln einige wenige hundert, wo man sagt, okay, das streut man einfach so mit hinein. Wenn es um die T-Shirts geht, sind es natürlich viele tausend, wo aufgelegt worden sind. Es gibt ja keine Möglichkeit der Nachproduktion. In einer Woche ist alles vorbei. Also ist ein gewisses Risiko damit verbunden, aber wir sehen das als große Herausforderung und als große Chance für uns. Rund um den Schnaps gibt es ja, glaube ich, eine recht nette Geschichte, oder? Ja, damals, als sich das OK in Dornbirn um den leitenden Geschäftsführer Erwin Reis um die Gymnastrada beworben hat, dort war einer der auslösenden Gründe, so sagt man, hinter vorgehaltener Hand auch der Vorarlberger Subierer. Mit dem hat man quasi die Entscheidungsträger und die Delegierten quasi bestochen und so hat man eben den Zuschlag für 2007 bekommen. Der Rappi ist ja das Wahrzeichen. Was hat es mit dem auf sich? Der Rappi ist ein Drache und der Sage zufolge hat früher in der Dornbirner Rappenlochschlucht einmal ein Drache gewohnt. Und das war eben bei der Suche nach einem Wahrzeichen für die Veranstaltung der ausschlaggebende Grund, dass der Rappi, dass der Drache als Symbol verwendet wurde.